Ich will etwas kaufen. Sicher doch. So, dann verkaufen wir mal das Bastardschwert, das Schrottbeil, die Läuferklinge. Ja, schon sind wir bei 5000 Elexit, die wir rausholen. Das Langschwert können wir auch verkaufen. Das brauchen wir nicht mehr. Das Legatenschwert behalten wir erstmal noch. Die ganzen beschädigten Sachen behalten wir erstmal noch. Das macht halt einfach keinen Sinn, die zu verkaufen. Außer die Sphärenklinge, weil dafür müssen wir dunkles Elex einsetzen. Und das ist die Klinge selbst einfach nicht wert. Das macht keinen Sinn. Und genau dasselbe ist es auch hier bei dem Sphärenschnitter. Wenn wir den aufrüsten wollten, müssten wir, wie gesagt, ich glaube 60 oder 100 Elexit einplanen. Bringt nichts. Das ist Unsinn. So, drei Berserkerbogen verkaufen und schon haben wir 10.000 Elex rausgeholt aus der ganzen Hausnummer. Oh, lass ich mir doch gefallen. So, dann schauen wir doch mal. Wir wollten ja die Sockelsteine lernen. Hier sind sie. Sockel einsetzen, lernen. Wir könnten noch Munition, aber dafür brauchen wir Gerissenheit. Das haben wir definitiv noch nicht. Werden wir also jetzt erstmal auch nicht machen. Gut, da müssen wir uns jetzt irgendwo mal einen Sockeltisch suchen. Ich glaube, ich habe einen da oben gesehen in unserem Domizil. Das heißt, wir werden mal zusehen, dass wir da nochmal unsere Waffe sockeln. Das ist der Jetpack-Tisch. Nee. Hinsetzen wollen wir uns nicht. Hier, der Sockeltisch. Gut, wir haben halt hier drei Sockel. Das ist erkennbar an diesen Kreisen. Wir wählen das Buttermesser aus. Und ach, guck mal, die kann man sogar noch aufrüsten. Na, das ist natürlich really nice. Okay. Wir könnten kritischen Schaden buffen. Wir können Erfahrung, das machen wir. Erfahrung ist immer gut. Können wir auch zwei davon einsetzen? Ne, wir machen den blauen. Bisschen Gesundheit, okay, mit rausziehen. Was auch immer. Immer gut. Okay, so, dann haben wir jetzt unsere Klinge auch nochmal ein bisschen aufgerüstet. Ich wollte jetzt mal gucken, weil wir nämlich aus dem Schwert auch nochmal ein bisschen was rausholen können, aber da fehlt uns noch zwei Stärke für. Wobei wir die ja eigentlich lernen können. Ja, machen wir einfach. Dadurch können wir nämlich jetzt Nahkampf plus 4 machen, was wiederum bedeutet, dass wir dann einen höheren Damage-Output haben. Das heißt, sie würde dann nicht 146, sondern wahrscheinlich 156 Schaden machen. Und jeder Schadenspunkt ist Gold wert hierbei, weil mit jedem Schadenspunkt, den wir machen, bekommen wir natürlich auch wieder was zurück. Bring mir etwas bei. Ich werde es versuchen. Ja. 4000 Elexit ist natürlich dann auch schon mal eine ganz schöne Hausnummer. Aber gut, was soll's. Genau, jetzt sind wir bei 156 Schaden. Das lässt sich schon mal gut blicken mit einer Stufe von 18. Ich denke, das passt. Gut, dann werden wir jetzt uns einmal kurz nochmal in die Grotte begeben, dort gucken, was uns für eine Quest erwartet, und im Anschluss werden wir die Skyanid-Zellhaufen einsammeln, damit uns die Infektion nicht ganz so schlimm umhaut. Wann das Spiel vorbei ist? Sehr gute Frage. Das kommt ein bisschen darauf an, wie du spielst und wo dein eigener
wo dein eigener Anreiz ist. Ich bin eigentlich immer so, dass ich gerne die Spiele versuche, so weit wie möglich auszukosten. Dementsprechend, wie gesagt, kannst du hier ganz locker 100 Spielstunden reinstecken, wenn du es willst. Den letzten Run, den ich privat durchgeführt habe für mich, ich glaube, der war nach 56 Stunden, Sekunden, das kann ich ja mal ganz kurz nachgucken, das wird hier nämlich angezeigt. Hier. 72 Stunden. 72 Stunden habe ich gespielt und 52 Minuten, also roundabout 73 Stunden. Fürs Let's Play versuche ich das ein bisschen weniger zu machen, weil irgendwann wollen die Leute vielleicht auch mal was anderes sehen. Und ja, dann im Anschluss bin ich noch ein bisschen am Hin und Her überlegen. Eventuell, ich hatte das letzte Folge gehabt, beziehungsweise mit einem anderen Zuschauer schon mal ein bisschen um die Ecke gedacht. Ich habe ja eine VR-Brille und es gibt tatsächlich die Möglichkeit, Skyrim auf VR zu spielen. Das natürlich stelle ich mir geil vor. Und Skyrim ist halt auch wieder so ein Brocken. Da kann man halt auch ganz locker 100 Spielstunden reinstecken. Und dementsprechend muss ich mal gucken, was jetzt, wo dann die Reise hingeht. Aber Elex wird uns, denke ich, jetzt noch ganz locker im April begleiten. Wenn ich, sagen wir mal, 5 Stunden pro Samstag streame, dann sind wir bei knapp 20 Stunden, die jetzt auf uns zukommen. Wir haben 21 Stunden schon gespielt. Plus heute sind wir wahrscheinlich so bei 25 Stunden. Von daher könnte es hinkommen, dass wir so in Richtung 50 Stunden kommen. Schauen wir mal. Ich will natürlich euch ein bisschen was bieten, aber ich möchte natürlich auch irgendwann mich auf ein neues Spiel konzentrieren. Eventuell kommt sogar Forbidden West bald raus von Horizon. Das wäre ziemlich geil. Und das würde ich tatsächlich dann auch versuchen, blind mit euch zu spielen. So, mein Freund. Ja. Nesti. Ich lehre mir noch einmal zu widersprechen. Ach, schau mal einer an. Wen haben wir denn da? Du kommst genau richtig zu unserer kleinen Party. Ach, der hier ist fertig. Aber ich noch nicht. Wie wär's? Vielleicht willst du ja seinen Platz einnehmen. Nesti, wie ich sehe, hast du dich kaum verändert. Das gilt ganz offensichtlich nicht für dich, du Penner. Vergammelst du immer noch in deiner kleinen, dreckigen Ruine da unten? Nein, nicht mehr. Das ist... ja, es ist kompliziert. Was machst du eigentlich hier? Du gehörst doch eigentlich zu den Outlaws. Ach, die Scheiße im Vor kann ich mir nicht antun. Jetzt, wo die Berserker dort das Sagen haben, ne, lass mal. Und Baxter, der Duke von dem Dreckloch, das er Stadt nennt, da oben im Krater. Der Hurensohn würde mich von meinen eigenen Leuten wieder ganz von unten anfangen lassen. Da bin ich lieber hier bei den Fanatikern. Die sprechen wenigstens meine Sprache. Schönen Gruß, lieber Thorsten. Die Maisbällchen gehören dazu. Das sind, ist meine Nervennahrung. Nesti. Nesti ist die Schwester von einem der Anführer aus dem ersten Teil. Ist ein absolutes Raubein. Also, die nimmt kein Blatt vor den Mund. Und ist stellenweise wirklich sehr ausfällig. Von daher, wenn man zart beseitet ist, ab und zu mal stumm schalten oder so, weil sie wirklich bösartige Schoßen raushaut. Sieht so aus, als hättest du es dir gut gehen lassen hier in der Grotte. Es ist wie überall. Wenn ich mal fest auftrete, kleben sie mir am Arsch. Aber wem sage ich das?
Du warst ja auch nie ein Kind von Traurigkeit, oder? Bist du immer noch mit der kleinen Schlampe unterwegs? Ja, genau. Du hast es gerade nötig. Ich habe gehört, du hast jetzt so einen Balg mit ihr. Ja, das stimmt, aber ja, wir haben unsere Momente. Könnte man so sagen. Ja, ja, mach dir mal. Geht mich ja nichts an. Genau. Nesti ist eifersüchtig auf die Dame dort hinten. Kaya und Jax haben ja zusammen ein Kind, das ist in der zwischen ersten und zweiten Teil passiert. War für mich auch sehr überraschend. Genau. Und Nesti ist, sagen wir mal, dezent eifersüchtig. Was ist mit deinem Bruder? Hast du noch Kontakt zu Logan? Nee, auf den Penner habe ich keinen Bock. Seit ihn die Berserker damals von seinem Thron im Fort getreten hatten, ist er nur noch ein kleiner Ganove irgendwo an der Küste. Er ist heute kein Duke mehr, aber er führt sich immer noch so auf. Knackt Köpfe, mordet und plündert, wie immer. Soll er? Ich hab andere Pläne. Was sind deine Pläne? Was hast du vor? Die Morgons mögen Arschlöcher sein. Aber sie bringen die Dinge nach vorne. Endlich mal Leute auf diesem verdammten Planeten, die den direkten Weg nehmen und ohne Umschweife auf den Punkt kommen. Ja, das passt zu dir. Trotzdem haben sie nicht die Cleverness, auch über die Landesgrenzen hinaus ihre Stärken auszuspielen. Ich meine, guck dir die Scheiße hier doch mal an. Eigentlich müssten alle hier schon lange aus ihrem Loch gekrochen sein. Manchmal habe ich das Gefühl, sie scheißen sich vor Angst vor den anderen Gilden die Hosen voll. Inwiefern verkörpern? Das hier ist Jax, der Hauptprotagonist, und den spielen wir. Das heißt, den verkörpern wir quasi. Worauf willst du hinaus? Um die Sache hier voranzubringen, brauchen die Morkons einen diplomatischen und die Frisur Vertreter, passt ja auch. Der den anderen Gilden beibringt, wie die Sache hier läuft. Seit wann interessierst du dich für jemand anderen als dich selbst? Sei kein Arschloch. Ich bin schon oft genug für andere in die Schlacht gezogen. Und das weißt du auch. Diese Zwischenschnitte sind Ausschnitte aus dem ersten Teil. Das sind sozusagen Rückblenden. Doch das ist lange her. Heute herrschen andere Regeln. Und die wären? Schon mal rausgeguckt? Überall stehen diese dunklen Türme und überziehen das Land mit Krieg und Pestilenz. Wir sind hier unten blind und taub. Das Einzige, was wir von draußen wissen, ist das, was vereinzelte Vandalen auf ihren Raubzügen mitkriegen. Das reicht nicht. Wir müssen mit den Oberhäuptern der anderen Gilden irgendwie verhandeln. Sonst stehen wir ziemlich schnell alleine da und kriegen den Arsch aufgerissen. Nur, dass ich das richtig verstehe. Du willst als Diplomatin der Morkons mit den Oberhäuptern der anderen Gilden verhandeln. Was denn? Als wenn du bei den Arschgeigen hier jemanden finden würdest, der das besser könnte. Die meisten Morkons würden mir lieber ein Messer in den Hals rammen, als sich an einer solchen Sache zu beteiligen. Trotzdem muss ich etwas unternehmen, wenn wir hier nicht alle draufgehen wollen. Ja, aber... Was?
Du bist eine absolute Vollkatastrophe. Undiszipliniert, unfreundlich und kriegst dich mit jedem in die Haare, der nicht deiner Meinung ist. Keine guten Voraussetzungen für eine Diplomatin. Tatsächlich? Das sagt genau der Richtige. Ein saftiger Schlag in die Fresse gehört also nicht mehr zu deinem normalen Wortschatz, nein? Naja... Also dann hör auf, mich voll zu quatschen. So, wir könnten sie rekrutieren. Ich weiß aber, dass Kaya damit absolut ein Problem hat. Und ich habe zum ersten Spiel noch nicht ganz gerafft, aber es gibt eine Art Beziehungselement in diesem Spiel. Das heißt, man kann mehr oder weniger mit seinen Begleitern auch sich, sagen wir mal, verfeinden. Und das möchte ich versuchen zu verhindern. Deswegen werde ich Nesty jetzt erstmal nicht mitnehmen. Ja, sage ich ja. Also Nesty ist Nesty. Also die ist halt absolut crazy und ist in jedem Fall nicht ganz so zart besaitet. Frei von der falschen Ordnung. Frei von Schmerz in einer Welt der Gleichheit, der Dunkelheit und des Warum unterbrichst du mein Gebet? Ich hoffe, du hast einen guten Grund dafür. Khan schickt mich. Hast du Arbeit für mich? Du unterbrichst mich, um so etwas Unwichtiges zu fragen? Ich erwarte Respekt. Von dir wie von jedem anderen. Ich will, dass du dir eines merkst. Ich bin die Herrin des Blutschreins, die Zeugin von Ravaks Gnade. Du lebst oder stirbst auf meinen Befehl. Von mir wirst du gerichtet. Vergiss das niemals. Aber jetzt, wo du mich bereits unterbrochen hast, sag mir nochmal, was du wolltest. Ich komme von Khan. Was will der Stumme von mir? Er schickt mich um... Du sagtest ja bereits, dass er dich zum Arbeiten geschickt hat. Dass Khan dich schickt, kann nur bedeuten, er sieht irgendetwas in dir. Es ist äußerst ungewöhnlich, dass er sich persönlich eines Neulings annimmt. Ich könnte dich den Schrein reinigen lassen. Allerdings... Allerdings was? Ich brauche jemand Unbeteiligtes. Jemanden, der nicht an Ravak glaubt. Der mit frischem Blick an die Sache geht. Worum geht es? Wir haben hier in der Grotte einige Elemente, die versuchen, den heiligen Stillstand zu stören. Diese Individuen sind äußerst vorsichtig. Sie würden sich niemals einem Morkon zu erkennen geben. Klingt gefährlich. Ob sie das sind, wird sich herausstellen, wenn du sie gefunden hast. Nimm dieses Amulett. Dies ist ihr Erkennungszeichen. Zeig es herum, aber mach es heimlich. Dann sollten sie hoffentlich auf dich aufmerksam werden. Wegen des Amuletts. Wem soll ich es zeigen? Wenn ich das wüsste, bräuchte ich dich nicht. Versuche es bei Leuten, die viel mitbekommen. Zum Beispiel Dimitri oder Marat am Tor. Gosta oder sein Türsteher hören mit Sicherheit auch viel. Oder befrage mal die Besucher des Kellers. Was sind das für Leute, die ich finden soll? Alles, was du wissen musst, ist, dass sie den Stillstand und unsere Lebensart bedrohen. Woher habt ihr dieses Amulett? Die Torwache Marat hat es unter einem der Tische im Keller gefunden. Du kannst ihn selbst befragen, falls du das für nötig hältst. Okay. Gut, stehlen wollen wir hier nicht, weil sonst gibt es hier ganz bösartig auf die Mütze.
Gut, wir haben jetzt eine neue Quest nochmal zusätzlich bekommen, die werden wir jetzt aber nicht machen. Wir werden uns jetzt erstmal um unsere Infektion kümmern, das heißt, wir gehen jetzt hier raus und sehen zu, dass wir hier den Skyaniden-Zellhaufen aufsammeln. Im Anschluss gehen wir nach Westen, werden uns dem Zellhaufen annehmen und dann müssen wir gucken, wie wir rangehen. Ich schätze mal, wir werden dann versuchen, vom alten Eisenwerk hier die Straße hochzugehen, Richtung der Alps, uns hier einmal kurz ein bisschen umschauen, anschließend hier rübersetzen und den letzten Zellhaufen einsammeln. Genau, ich denke, das klingt nach dem Plan. Von daher laufen wir mal los. So, wie kommen wir denn da am sinnvollsten hin? Wir stecken hier natürlich ganz schön tief in der Senke drin. Ich schätze mal, wir müssen einmal außen rumlaufen. Ja. Gut. Oder kommen wir da oben hoch? Na klar, wir haben ein Jetpack. Ab geht die Luzi. Habe ich schon erwähnt, dass ich dieses Land hier hasse? Ja, dir gefällt nicht, dass hier alles so braun ist. Nicht nur das, diese ganzen Tümpel hier stinken auch wie Scheiße. Da oben liegt ein bisschen was. Das können wir mal direkt einsammeln. Kam jetzt etwas überraschend. Aber Gott sei Dank brauchen wir uns vor Drachen-Echse jetzt nicht mehr wirklich fürchten. Ups. Okay, dann haben wir die Klippe übersprungen, das heißt geradeaus durch und dann ab in die Stadt. Ich versuche jetzt hier mal zu gucken, ob wir vielleicht noch unterwegs einen Teleporter oder irgendwas finden. Dann haben wir es beim nächsten Mal nicht ganz so schwer. Achtung! Uah. Und wieder genau in den Schlag reingelaufen. Nee, Autofahren kannst du nicht. schön wär's.
Ja, das Spiel ist wirklich super riesig. Deswegen sage ich ja 100 Spielstunden. Durchaus. Ne? Du hast halt diese Teleporter-Punkte, die du nach und nach freischaltest. Die musst du halt finden und aktivieren. Und dann kannst du damit eben halt Schnellreisepunkte freischalten, wodurch du dann, sagen wir mal, die Reisezeit verkürzen kannst. Aber zu Fuß von ganz unten nach ganz oben zu laufen, dauert einen Moment. So, jetzt muss ich mich aber erstmal orientieren. Ja, wir laufen einfach geradeaus. Schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwo einen Teleporter finden. Sieht aber nicht danach aus. Okay, gut. Na dann. Ab in die Richtung. So. Ich schätze mal, wenn wir hier lang laufen und dann hier auf die Straße und dann darüber, müsste das passen. Hoppala. Hier können wir noch was einsammeln. Ja, Elex lassen wir uns immer gefallen. Nee, tatsächlich gibt es dieselbe Karte bei Elex 1, allerdings ist die Umgebung selbst, hat sich gewandelt. Bei Elex zum Beispiel ist das, was hier drüben zum Beispiel grün ist, also das hier, ist bei Elex eine Wüste. Das ist eben halt auf den Einfluss der Berserker zurückzuführen, dass das hier jetzt so mittlerweile Wald und grünes Gebiet ist, weil die halt den grünen Daumen sozusagen haben und dafür gesorgt haben, dass eben halt die Welt wieder anfängt zu leben. Genau, also grundsätzlich die Karte ist ein bisschen kleiner bei Elex 1, es sind ein paar neue Gebiete dazugekommen, aber die Welt ist im Endeffekt dieselbe. So, ich glaube, jetzt laufen wir aber gerade falsch. Wir wollen ja hier lang. Dann gehen wir mal hier auch lang. Was haben wir da drüben? Ach, das ist bloß ein Kreischer. Nichts Wichtiges. Irgendwie ist das gruselig hier. Diese ganzen verlassenen Wohnungen. Man kann die Toten fast spüren, die hier mal gelebt haben. Okay. So viel dazu. Achtung! Ja. Ich war noch nicht fertig. Wie man sieht, irgendwie, wenn man nicht aufpasst, kriegt man auf die Mütze. Diese ganzen verlassenen Wohnungen. Man kann die Toten fast spüren, die hier mal gelebt haben. Ja, genau, Ende. Ich
sehe hier einen Teleporter, den werden wir natürlich mitnehmen. Sehr schön. Zack. Diese Häuserschluchten sind wirklich beeindruckend. Wie es wohl gewesen sein muss, hier zu leben. Ohne dass alles von Mutanten verseucht ist, meine ich natürlich. Okay, okay. Wir werden jetzt hier gleich weiterlaufen. Da hinten sehe ich einen. Aber ich weiß nicht, ob das... Bist du Freund oder Feind? Ah, Feind. Okay. Wir werden ganz kurz mal eine kleine Pipi-Pause einlegen. Nach 2,5 Stunden, glaube ich, ist das mal gegönnt. Und dann werden wir uns um den Skyanid-Zellhaufen hier kümmern. Ich glaube, der wird hier irgendwo in der Gegend sein. Ich vermute mal irgendwo da hinten. Genau, sodass wir das uns dann gleich anschauen. Von daher, bis gleich.